Ja, wie man schon sehen kann, wir haben hier Orléans Innovation. Es wird gerade noch ein bisschen aufgebaut. Vorab schon mal, wir haben ja eine Liste gemacht mit den 10 Erweiterungen, auf die wir uns am meisten freuen hier in Essen. Und Orléans Innovation hat es weit oben auf die Liste geschafft. Sehr schön. Ich glaube auf Platz 1. Ja, weil wir uns wirklich wahnsinnig drauf freuen. Und warum das so ist, das werdet ihr uns jetzt sagen. Was ist, es kommen ja nicht einfach nur neue. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Zuschauer Orléans kennen. Und reden darum, was die Erweiterung hier neu macht, anders macht. Und tatsächlich ist es eben nicht das, was man jetzt zuerst erwartet hätte. Ja klar, da macht man einfach hier ein paar neue Orte, die man dann aussuchen kann. Sondern es geht einen anderen Weg. Ja, also zum einen sind mehrere Erweiterungen drin. Und die sind so, dass sie neue Spielmöglichkeiten eröffnen sozusagen. Also es ist jetzt nicht... Wie du sagst, es gibt eine Erweiterung, die Blütezeit, die bringt sozusagen neue, also so eine klassische Erweiterung, wo man Aufträge erfüllen muss, dafür kriegt man Punkte. Aber also am Ende war auch wie beim Grundspiel die Punkte gezählt. Aber die Aufträge waren auch neu. Genau, die Aufträge sind neu, das wäre so eine klassische Erweiterung und die Invasion ist halt eine kooperative Variante. Genau, also es wird plötzlich ein kooperatives Spiel. Geht es in eine ganz andere Richtung plötzlich. Und da kann vielleicht der Markus erzählen, weil ja, war das ist ja von Markus und Inka. Das war eure Idee, seid ihr damit auf Rainer zugegangen? Oder? Nein, wir waren in der glücklichen Situation, dass Rainer uns gefragt hat, ob wir mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und weil uns Orléans schon super gefallen hat, haben wir da gar nicht lange drüber nachgedacht, nee, sondern sofort zugeschlagen. Und Inkas Idee war es dann tatsächlich, was Kooperatives draus zu machen. Und ja, dann haben wir die Invasion entwickelt. Genau, die liegt hier vorne. Bei der Invasion geht es darum, dass die Spieler gemeinsam 6 Ziele bis Spielende erfüllt haben müssen. Das ist je nach Spieleranzahl zwischen 16 und 18 Runden, die sie dafür Zeit haben. Und ja, die Ziele sind permanent präsent auf diesem neuen Spielplan hier. Da ist zum einen die Stadtmauer, die mit Rittern besetzt werden muss. Mhm. Das heißt, über Menge. Die... Aktion, in der wir früher die Männchen, die Figuren in die segensreichen Werke geschickt haben, können wir sie jetzt auch auf die Stadtmauer schicken. Dann müssen wir ziemlich viele Bürgerplättchen einsammeln im Laufe des Spiels, die wir nach Orléans schicken. Die Stadtkasse will gefüllt werden mit reichlich Geld. Wir müssen den Vorratsspeicher füllen mit Korn, Käse und Wein und das nicht zu knapp. Auf dem Grundspielplan müssen wir die äußeren Städte rund um Orléans mit Wachtürmen besetzen. Das sind an der Zahl 13 Stück. Da müssen wir also auch noch viel reisen auf dem Plan. Und zum Schluss als 6. Ziel hat dann jeder noch sein persönliches Spielziel in Form einer Rolle, die vor Spielbeginn zugelost wird. Die haben es dann auch in sich. Da hätten wir zum Beispiel den Wirt, der neben dem Vorratsspeicher dann auch nochmal Getreide, Käse und Wein im Wert von 16 anschleppen muss. Dann muss der sich noch um verschiedene Kontore kümmern, während die anderen die Wachtürme noch errichten dürfen. Das heißt, es ist nicht so, dass die Fähigkeiten der Leute einem das Leben erleichtern, sondern die haben ganz auch noch Ansprüche, die erfüllt werden müssen. Die haben auch noch richtig was zu tun, genau. Ganz schwer ist der Gutsverwalter, der in jeder Runde Abgaben zu leisten hat und sobald er einmal eine Abgabe nicht... Also beim ersten Mal lässt man den noch weg lieber und... Genau. Ja, wenn er einmal nicht zahlen kann, ist das Spiel verloren. Kannst du auch so ein bisschen steuern, indem man die ganz schwierigen Karten am Anfang mal rauslässt. Ja. Genau, die haben wir auch in der Anleitung aufgelistet. Genau, den Bürgermeister, den General, den Ratsherrn, den Fischer haben wir und den Gelehrten. Entwicklungsstand 6, ist alles nicht ohne, nee, was die da wollen. Da ist ordentlich was zu tun. Ist da kein Gemütlichen, der irgendwie einfach einen Fisch, ein Getreide sich begnügt, ein Käse? Nein, das ist teuer. Und was halt auch neu dazu kommt, es sind 4 neue Aktionsmöglichkeiten, die neben meinem Tableau gelegt werden. Es gibt einmal das Fuhrwerk, mit dem wir 1 bis 3 Waren entweder in die Stadt, nämlich in unseren Vorratsspeicher liefern können, oder aber auch zu Mitspielern. So könnte man dann beispielsweise den Wirt unterstützen bei seiner Sammlung um Korn, Wein und Käse. Dann haben wir die Zunfthalle, die Geld entweder in die Stadtkasse bringt oder auch zu einem Mitspieler, der gerade Geld benötigt. Dann gibt es die Herberge. Wenn ich die aktiviere, kann ich eine Figur, also einen Follower, der bei mir am Markt liegt, zu einem anderen Spieler entsenden, der ihn dann sofort nutzen kann.
Das Gemeine daran ist, der bleibt dann auch der bleibt dann bei Spieler. Den habe ich dann nicht mehr in meinem Beutelchen. Und als letztes haben wir noch die Falz. Die wird mit zwei beliebigen Followern belegt und aktiviert dann für mich die Aktion, die ein Mitspieler belegt hat. Ah, also kann man eine Aktion imitieren. Genau, aber der Mitspieler, der sie belegt hat, kann sie dann nicht mehr nutzen. Der schmeißt seine dann ja, ungenutzt ein wieder. Ein sehr nettes Coop gemacht. Aber es sorgt für richtig viel Interaktion unter den Mitspielern. Es wird viel abgesprochen und es ist erstaunlich, dass man aus einem so schönen kompetitiven Spiel auch ein nettes kooperatives Spiel macht. Ja, und es ist auch nicht einfach, diese Belagerung hier irgendwie standzuhalten, oder? Es ist also das Spiel zu gewinnen ist schon schwierig. Und es funktioniert nur, wenn man wirklich zusammenspielt von Anfang an. Also wenn man auch diese Aktionen nutzt. Wenn jetzt jeder sagt, ich probiere erstmal meine ich spiele mal für mich, ich mache erstmal hier Entwicklungsstand 6 und danach kümmere ich mich um den Rotwein. Genau. Danach dann, ist dann vorbei. Ist vorbei. Ja, und also das ist natürlich einer der großen Aspekte hier der Erweiterung, dieser kooperative Aspekt. Dann gibt es aber auch, hast du ja schon erwähnt, Blütezeit, das ist jetzt so ein klassisches Erweiterungsmodul, wo halt diese Aufgaben hinzukommen, wie ich auch schon finde, es verändert auch nochmal das Spielgefühl, das ist auf jeden Fall was anderes. Und diese Zwei-Spieler-Variante, die ich auch spannend finde, das Duell. Genau. Wirklich einfach für zwei Spieler, wo es auch darum geht, im Prinzip ist es auch ähnlich wie Aufgaben, genau, die man schaffen muss, mit einem festen Ereignissen, wo ich sage, das habt ihr genau dahin gesetzt, dass es immer da ist, wo man denkt, oh nee, jetzt nicht das, oder? Das soll es auch nicht angenehm machen, sondern das ist die möglichst unangenehmste Konstellation, einfach mal fest. Also man muss sich hier aber auch einerseits auf diese Aufgaben konzentrieren, aber andererseits darf man das nicht vergessen. Das werden also irgendwie Geld oder hier zum Beispiel muss man Käse abgeben, wenn man den nicht hat, verliert man. Man der andere verliert bei jedem dieser Schritte, wenn man das nicht erfüllen kann. Ja. Wenn einer von beiden es nicht erfüllen kann. Da hat derjenige verloren. Hat der andere gewonnen. Ja. fantastisch. Also ein tolles Spiel mit einer wirklich originellen Erweiterung, finde ich. Finde ich ganz toll, ganz stark. Für mich auch schön, das Spiel mal auf eine andere Weise kennenzulernen. Das war für dich dann auch. Ja. Als du das dann das erste Mal gespielt hast, hast du es geschafft? Ich war ganz begeistert. Hast du es geschafft beim ersten Mal? Als wir es getestet haben, allerdings, also als sie es mir vorgestellt haben, wir haben es gemeinsam getestet, haben wir es geschafft, aber es ist danach noch geändert worden. Und seitdem geschafft. Danach haben wir es nicht mehr geschafft. Seitdem hat es noch keiner geschafft, aber theoretisch. Ist es theoretisch ist es möglich. Super, echt toll.